Fahr los, Alter. Drück aufs Gas, strapazier die Achsen. Siehst du die Knarre hier? Glaub nicht, ich mach Faxen. Chill dich, mach dich locker, ich fahr schon den ganzen Tag. Ich scheiß mich nicht an, weil du mit Knarre hast die Maske. Ey, mir ist egal, was du glaubst, wer ich bin. Ich mach das hier nur für meine Frau und mein Kind. Alles klar, wo soll's hingehen? Rechts oder links? Wenn ich den Wagen an die Wand setz, werde ich schlecht für dein Kind. Mann, quatsch nicht, in dem Sack ist eine 500.000. Wenn du die Bullen abhängen kannst, wird sich das für dich lohnen. Ein Bündel Patte, die großen Scheine nach außen. Ich könnte die Scheine gebrauchen, ich lass die Reifen rauchen. Wir 10.000. Sehr schön, wir sprechen die gleiche Sprache. Wir fahren jetzt in meine Straße und ficken den Streifwagen. Ja, hau rein, es musste sein, dass ich die Bank klar mache. Es heißt noch, bei Geld fragen, geh zur Sparkasse. Scheiße, die Kurve war zu kurz zum Blinken. Runterschalten, den Dritten, die Bullen im toten Winkel. Okay, halt den Wagen ruhig, ich häng's raus und schieße. Hier, ihr Wichser, schöne Grüße. Fluchtaxi fahr nicht vor Gericht, doch nicht schlimm. Aber ab jetzt ist Heat mit De Niro, ich bin mitten im Film. Scheiß dir nicht ein, freu dich, du darfst dabei sein. Jeder Sender redet über uns, hier hör rein. Heute Morgen hat im Zentrum Berlins ein Mann eine Geschäftsstelle der Sparkasse überfallen. Der Täter floh nach einem Schusswechsel mit der Polizei in einem Taxi. Etwa ein Dutzend Streifenwagen haben die Verfolgung des Fahrzeugs aufgenommen. Auf der Fahrt des Taxis ein Komplize des Täters ist. Oder ob es sich dabei um eine Entführung handelt, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Die erbeutete Summe beläuft sich auf über 450.000 Euro. Mein Freund, hör mir zu, falls wir das nicht überleben, möchte ich gerne bei dir meine Beichte ablegen. Es lief nie gut in meinem Leben, nur daneben. Und jetzt wollte ich mein Glück in meine eigenen Hände nehmen. Ich wollte nur das Geld nicht der Schalterfrau wehtun. Als sie da so lag, hat sie gezappelt wie ein Rebhuhn. Und auch, dass du hier jetzt mit drin hängst, wollte ich nicht. Wer bist du eigentlich? Erzähl was über dich. Ich bin komplett frust, mein Leben ist trocken und depp. Mein Leben besteht aus ProSieben, satt eins Wochenendcheck. Manchmal hoffe ich auf bessere Zeiten, kotz und lieg besoffen im Bett und guck, wo's Leben für mich die Locken versteckt. Manchmal denk ich mir, schnapp dir die Pump, dann erschieß ich doch gleich. Mein mieses Life ist ne Bitch und null risikoreich. Ich erschieße den Feind, höchstens auf der Xbox daheim. Schließe mich ein, um mit Weed und Wein in der Krise zu fallen. Ab jetzt bin ich easy und frei und genieße den Ride und mit meinem neuen Homie die Wiesen teilen, genieße Scheine. Kurz gesagt, ich hab Reste satt. Ab jetzt bin ich Lunatic und du mein bester Gast. Von einer Sparkasse in Berlin beteiligten Personen identifiziert. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei den Flüchtigen um die Rapsänger Lido Gold und Olli Bando handelt.